Hallo und herzlich willkommen zurück bei Pokémon Gold. Im letzten Part haben wir Bianca besiegt, die Arenaleiterin dieser Stadt. Ja, das war recht glücklich. Können wir eigentlich hier langfahren? Nö, das dachte ich als Kind immer. Da wollte ich immer hier langfahren und dann ging es nicht. Ja, schlimm. Na, eigentlich immer ist schon ein bisschen komisch gesagt, denn ich meine, naja, einmal ausprobieren und dann weiß man es. Aber ich habe es mehrfach ausprobiert. Was haben wir hier? Sieht aus nach einem Blumenladen. Oh, du bist besser als Bianca. Hast du vom laufenden Baum gehört? Benetzt du ihn mit deiner Schickikanne, greift er an. Aber da du ja einige Orden hast, sollte es kein Problem sein. Vogel, Schickikanne, juhu! La 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 la. Da hast du Wasser, mein Hübsches. Oh, sie gießt die Blumen. Hast du vom laufenden Baum gehört? Wenn du ihn gießt, schreckt er hoch. Okay, ein laufender Baum? Hm, gucken wir doch gleich mal nach, was sie da meint. Als ich einmal kämpfte, konnte mein Pokémon keine Attacken mehr ausführen. Die Angriffspunkte oder AP, seine Attacke waren verbraucht. Ja, okay. Cool zu wissen, das wusste ich zwar schon, aber hey, mach dir nichts aus. Achso, der Untergrund ist hier ja noch. Wollen wir da mal gucken? Hier sind Trainer, die alle ganz böse sind. Ich glaube, der besitzt seltene Pokémon. Zeig sie mir. Ja, besitze ich. Und zwar nur seltene Pokémon, die du niemals haben wirst, weil du ein verrückter, komischer Typ mit einem Mantel bist. Und er setzt Fleckmon ein. Psycho-Wasser-Pokémon. Das sollte bis sehr effektiv sein, da es ja Unlicht ist. Stimmt das? Ja, die Attacke ist sehr effektiv. Dann sollte Tyrakok jetzt Level 23, 24 erreichen. 23 verlassen. Ja, das ist cool. Und was hast du noch? Ein weiteres Fleckmon. Naja. So, auch das ist besiegt. Das prophezei ich dir schon mal. Und meine seltenen Pokémon hast du damit gesehen. Der Tyrakok gibt es nur einmal. Nein, gibt's nicht, aber ist selten. Hat Professor Eibe ja gesagt. Lind. Oh. Cool, ich habe verloren. Ich dreh durch. Ja, dreh du mal durch und ich dreh jetzt ab. Wer bist du? Beschränkst du dich beim Kämpfen nur auf einen Typ? Wenn du die Stärken deiner Typen kennst, hast du im Kampf Vorteile. Nein, ich beschränke mich nicht auf einen Typen, weil das dämlich wäre, weil ich dann von einem einzigen Typen auch vielleicht besiegt werden könnte. Du Streber, Rolf. Er setzt Magnetilo ein. Das ist jetzt natürlich blöd. Ich weiß nicht, warte. Hat es Schwebe? Ach, ich habe ja eh Lebensstelle nicht mehr. Das Teil ist sehr effektiv auf uns, weil es Elektro ist. Elektro ist auf Wasser sehr effektiv. Oder Donner, ich weiß nicht, wie der Typ heißt. Ich meine, der heißt Elektro. Die Attacken heißen nur alle irgendwie Donner. Die Attacke ist sehr effektiv, aber erst seit Level 7. Und naja, da kann ich auch gut gegen kämpfen. So, hast du noch was? Magnetilo? Nö. Wird das jetzt vielleicht auch stärker? Level 7 zu Level 7? Nö. Na gut. Dann wird das ein sehr monotoner Kampf. Wir setzen trotzdem weiter Biss ein, weil er dann vielleicht zurückschreckt und wir keinen Schaden kriegen. Ja, wie wir gerade sehen, habe ich sogar recht. Konnte als Kind immer... Ich kann... Nee, nicht nur als Kind. Ich kann immer noch nicht zeichnen, aber als Kind habe ich immer Magnetilo gezeichnet und Voltoball. Da habe ich einfach in einen Kreis, da drei noch einen Kreis und einen Punkt für das Auge und an den Seiten halt zwei Magneten. Ich fand mich... habe mich voll toll gefühlt, weil ich das konnte. Ich dachte, das wäre voll special und cool, aber... irgendwie war das nicht so. Und Voltoball ist halt einfach nur ein Pokéball malen mit Augen. Er hat mich paralysiert, was ein Arsch. Donnerschock kann unser Voltilam auch, hat's gerade erst gelernt, Magnetilo, ist auf demselben Level wie du. Und weißt du was, du bist tot, ist nicht. Das heißt, mein Voltilam ist viel cooler. Ja, und die Voltilam und Hubbelupf, nee, es heißt ja nicht Hubbelupf, es heißt ja, oder heißt es Hubbelupf? Warte mal. Es heißt Hopfspross und wird zu Hubbelupf, genau. Das ist jetzt, die sind beide noch nicht trainiert, aber das kommt noch, Leute. Das garantiere ich euch. Ich glaube, ich werde das zwischen dieser und der nächsten Folge vielleicht mal angehen, dass die beiden gelevelt werden. Damit die auch mal Teil des Teams werden. Fände ich ganz cool, wenn ich das hinkrieg. Und Streber Rolf ist besiegt. Oh, oh, oh. Gib mir dein Geld. Was haben wir hier? Was hast du da bewacht? Die Tür ist verschlossen. Oh. Na toll, du hast eine verschlossene Tür bewacht. Bist du ein Depp? Willkommen.
Ich leite den Pokémon-Saloon. Ich bin der ältere und bessere der beiden Coiffeur-Brüder. Ich verleihe deinen Pokémon ein schöneres Aussehen für nur 500 Pokédollar. Soll ich damit anfangen? Nö, dann mögen die uns mehr. Das, bei manchen Pokémon ist das wichtig, weil sie sich nur entwickeln, wenn sie einen mögen. Wie zum Beispiel Evoli zu Nachtar oder Ziana. Und wir haben Münzkorb erhalten, cool. Aber ist an sich ansonsten auch nicht notwendig. Ich wurde aus der Spielhalle hinausgeworfen. Ich habe versucht, mit Hilfe meines Pokémons zu mogeln. Ich wette, er ist ein Psychotyp. Ne, ein Streber. Okay. Ah, dann hat er wahrscheinlich auch... Warte, wie willst du mit einem Slimer betrügen? Willst du mit einem Slimer die Teile blockieren, damit sie immer auf den Siebenen stehen bleiben? Beim einarmigen Banditen. Verstehe ich nicht. Ja, der Coiffeur, oder wie man den ausspricht, der ist also dafür da. Und der wechselt sich mit seinem Bruder auch ab. Ich meine, jeden zweiten Tag ist halt einer da, also immer erst der eine, dann der andere, erst der eine, dann und so weiter. Aber bin ich mir auch nicht sicher. Aber irgendwie so war das. Auf jeden Fall wechseln die sich ab. Das weiß ich ganz sicher. Hatte auch erst überlegt, in diesem Let's Play einen Cyana zu haben, also Evoli weiterzuentwickeln bei Tag, wenn es ein genug mag, mit ja, und dann wird's zu Cyana. Sonst, ansonsten, wenn es Nacht ist, wird's zu Nachtara, aber sonst die anderen Voraussetzungen sind dieselben. Aber ich hatte dann irgendwie keine Lust und ich stelle mir das sehr nervig fürs Let's Play vor, weil es ganz schön dauern kann, bis ein Pokémon einen genug mag, damit es sich entwickelt. Und Ramon ist besiegt. Ja, da grummelt jetzt vor sich hin und wir gehen hier einfach. Können wir hier unten Fahrrad fahren? Nein, können wir nicht. Und Eich sagt uns das auch immer. So, dann geht's jetzt ins Pokémon Center? Ja. Würde ich behaupten. Mach sie wieder fit, na komm. Wir wollten jetzt gucken, was für einen komischen laufenden Baum wir da haben. Ja, verzieh dich. Das wissen wir ja noch nicht. Also gucken wir... Ey, du Arsch. Ja, einfach hier durch. Hier kann man ja durchfahren, das ist so toll. Ach, gegen die müssen wir kämpfen. Gehst du auch zur Pokémon-Arena? Ich komme gerade von einer, aber gut, dass du fragst. Ach nee, ich dachte, jetzt könnte ich dich irgendwie dahin schicken oder so. Aber nö, du willst ja unbedingt kämpfen mit deinem Vulpix. Hast du eh keine Chance. Tyrakrok. Mach da einfach mal eine Aquaknarre. Dann sollte das Teil schon erledigt sein. Und kaputt. Und Level 25, sehr cool. Picknicker Emily wurde besiegt. Oh, ich habe verloren. Ja, das stimmt. Ich finde das immer schön, wie, Mano. Ich habe aus dem Radio Pokémon Daten erhalten. Ich glaube, ich bin gut. Ja, klar bist du das. Ich finde es immer sehr verwunderlich, wie die sich immer wundern, wenn sie verloren haben. Das ist so, komm, wir kämpfen einfach mal und dann ganz plötzlich, oh, ich habe verloren. Dabei ist das doch vorherzusehen, wenn ich sie so dominiere. Und dein Dickter ist zwar ein schönes Pokémon. Die Weiterentwicklung habe ich ja in meinem letzten Let's Play zu Pokémon Feuerrot benutzt. Aber trotzdem wird es hier jetzt einfach mal besiegt. Und der Typ versperrt uns ja jetzt den Weg, aber das können wir ganz einfach austricksen. Und ich zeige euch ja auch gleich wie. So, bis... Ja, ich habe gerade irgendwie auch meine Zähne zusammengebissen und dabei so ein Geräusch gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht hat man das gehört. Wäre lustig. Und was hat er noch? Dick da. So. Aquaknarre. Ich finde, in diesem Sprite sieht man auch sehr gut, dass das Rote die Nase ist und nicht ein geöffneter Mund. In Pokémon Rot und so dachte ich ja immer, das wäre einfach nur ein Mund. Ich teile aus. Ja. Kannst aber auch gut einstecken, anscheinend. So, wir gehen jetzt einfach hier rein. Also wechseln die Map. Dann sind die alle wieder da, wo sie hingehören. Nein! Siehe meine Virtuosität, mit der ich die Bälle jongliere. Also ein Psychopath. Psychomensch. Jongleur, Erich, ich möchte kämpfen. Oder einfach ein Jongleur. Na gut. Das kann es natürlich auch sein. Voltoball auf Level 2. Lass mich raten, der hätte 6 Stück davon. Das wäre ätzend.
Weil die halt auch keine EP geben. 43, das ist nichts. Oder 4 Stück. Wehe, die werden jetzt nicht stärker. Na, immerhin. Trotzdem, Level 2 und Level 6 ist keine Herausforderung. Da müssen die jetzt schon krass ansteigen, damit das irgendwie was Starkes ist, was er da hat. Hallo, wollte über Level 10. Na, vielleicht überlebst du sogar einen Schlag. Nö, nicht mal das tust du. Und der letzte ist Level 13, schätze ich. 14, okay. Knapp daneben. Und er hält einen Schlag aus, ne? Immerhin einer. Aber Widerstand leistet er auch nicht. Na. Und der Verteidigung sinkt nur stark, aber das bringt dir nichts, wenn du den Kampf schon verloren hast. Und Jongleur Erich wurde besiegt. Oh, das war, was stand da? Das war hart oder so? Hm. Hab ich zu schnell weggedrückt. So, jetzt sind wir hier angelangt. Hier, ich lese das Schild mal nicht, aber da steht, dass das hier der Park ist. Heute ist Dienstag, das heißt, heute findet das Käferturnier statt. Die Regeln sind einfach. Fange ein Käfer-Pokémon mit einem deiner eigenen Pokémon. Das Käfer-Pokémon wird dann von der Jury bewertet. Möchtest du es versuchen? Nein, möchte ich nicht. Na gut, wir hoffen, dass du später einmal am Turnier teilnimmst. Ja, ich habe auch keine Lust auf das Turnier. Ist ganz nett, aber mehr auch nicht. Was haben wir hier? Nichts. Wer bist du? Ich gehe oft im Park spazieren, aber ich meide das hohe Gras. Trainer möchten immer kämpfen. Ja, tun sie. Aber hier war doch irgendwo, genau da warst du. Pass bitte auf. Oh, ich muss aufhören, immer wie ein Lehrer zu denken. Du musst ein Pokémon-Trainer sein. Da du so hart arbeitest, möchte ich dir dies überreichen. Vogel erhält Flinkklaue. Gib die Flinkklaue einem Pokémon. Manchmal erhält es durch sie die Initiative. Ja, das ist cool. Komm, wir geben das einfach mal ein, weil unsere Pokémon haben eh keine Items. Und Tyrakok schadet es auf jeden Fall nicht. Dann gucken wir uns mal den Rest des Parks an. Hier sind auch überall Pokémon-Trainer im Gras. Habe ich jetzt keine Lust auf. Hier gibt's Sichlor. Dann noch. Na, da sind Trainer, aber auf die habe ich keine Lust. Sichlor, Pinsir, solche Käfer halt. Oder Safkorn. Ist halt ein Käferpark, ja? Also, abgesehen von Sichlor ist hier nicht wirklich was Spannendes, finde ich. Hm. Safkorn! Ja, wir kennen dich schon. Seit Ewigkeiten und trotzdem mögen wir dich nicht. Was sagt dir das? Richtig. Ich weiß gar nicht, ob das alles Trainer sind. Ich glaube, der größte Teil ist davon nicht mal ein Trainer. Oder sind nicht mal Trainer. So, was haben wir hier? Ein Obstbaum. Hey, das ist eine Eisbeere. Eisbeere erhalten. Ich weiß gerade nicht wie, aber irgendwie kann man hinter den Zaun. Hinter diesen Zaun kann man. Da möchte ich auch hin. Ich halte mich jetzt einfach mal am Zaun. Okay, das ist kein Trainer. Das auch nicht. Da gibt es nämlich auch Items hinter. Und die will ich haben. Irgendwie kommt man hier nirgends dahin. Wie war denn das nochmal? Gehen wir mal von... Alter, von der anderen Seite hin. Hier. Entlang. Das geht nämlich auch. Und hier gibt's ein cooles Pokémon. Ein Traumato entwickelt sich zu Hypno. Beides Psycho-Pokémon. Und hier ist ein Gegner. Ich glaube, ein Käfersammler. Ich gehe überall hin, wo es Käfer-Pokémon gibt. Ja, habe ich ja gesagt. Käfersammler Udo möchte kämpfen. Okay. Hallo Blutzock, mein Freund. Wir haben uns lange nicht gesehen. Und darum kriegst du jetzt erstmal einen Biss zur Begrüßung. Und er setzt Tackle ein. Das ist ja erbärmlich. Na komm, geh sterben.
Und Udo ist besiegt. Oh, ich verstehe. So kämpfst du also. Ja, ich kämpfe ganz gemein und bösartig und gut. Du kannst den Zerschneider hier einsetzen. Möchtest du den Zerschneider einsetzen? Ja, möchte ich. So, hatten wir das gemacht, dann kommen wir nämlich so an dem Trainer vorbei. Nein, aber den vergesse ich natürlich. Dank meiner Studien bin ich für jedes Pokémon bereit. Aha. Komischer Kauz. Schuljunge Holger. Holger schickt Angela in den Kampf. Dann zeig mal, was du gegen meinen Tyrakok ausrichten kannst, wenn du immer bereit bist. Dann solltest du ja auch auf diese Situation gewappnet sein. Absorber, ja, das ist natürlich... Okay, das ist effektiv. Das ist sehr effektiv. Damit heilst du dich und überlebst jetzt auch den zweiten Schlag, was du ja sonst nicht getan hättest. Okay, Holger, das ist gut gedacht, aber mehr als zwei Schläge hältst du damit auch nicht aus. Tut mir leid, damit heilst du dich einfach nicht genug. Und du verschaffst jetzt zu meinem Tyrakok Level 26. Mach, genau, ja. Perfekt. Und Holger ist besiegt. Ups, ein Fehler in der Berechnung. Klar, du hast dich verrechnet. Und hier haben wir dieses bewegende Pokémon. Wir haben schon von der anderen Seite gehört, dass es einfach mal nicht weggehen will. Ein merkwürdiger Baum. Möchtest du die Schickikerne benutzen? Ja. Vogel benutzt Schickikerne. Der merkwürdige Baum mag die Schickikerne nicht. Der merkwürdige Baum greift an. Oh nein, was wird es nur sein? Es ist ein Mogelbaum. Ein wildes Mogelbaum und es ist kein Typ Pflanze, es ist Typ Gestein. Von daher ist die Aquaknarre hier sehr effektiv und seine Attacken nicht sehr effektiv auf uns. Wir könnten ihn fangen, das hier ist die einzige Stelle, wo man ihn fangen kann. Aber ich will ihn eh nicht im Team haben und dann brauche ich das auch nicht. Gegnerisches Mogelbaum erlernt Aquaknarre. Also falls ihr den fangen wollt, hier ist die einzige Gelegenheit. Speichert vielleicht vor dem Kampf am besten, falls ihr es vergeigt oder ihm halt aus Versehen zu viel Schaden zufügt. Für mich ist er einfach nur ein Gegner. An dem ich vorbei möchte. Ha. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt mal eine Pause und im nächsten Part geht's hier weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben und ja, schreibt einen Kommentar. Das wäre cool. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dann, euer Vogel.